Ja, da sind wir schon ein Riesenbrett. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Nigo. Nigo. Hürlemann Ossi ist mein Name. Ihr kennt euch? Ja, Sali, Ossi, der Louis. Darf ich den Ziefer begrüßen? Wird aus diesem Brett eine elektrische Gitarre? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. So ist es. Also da, das ist jetzt Esche aus dem Baselbiet. Und die ist sehr schön, sehr speziell. Und man sieht nachher drinnen, was es daraus gibt in der Werkstatt. Ja, wie viele Gitarren gibt es denn aus so einem Brett? Ich so eine grobe Einteilung mache, 1, 2, sicher 4 Gitarren. Also das ist das Grundholz der Gitarre, nicht die komplette Gitarre. Und wie lange geht es, bis eine Gitarre fertig ist von A bis Z? Schätzungsweise 120 bis 140 Stunden. Ja, das ist ja wahnsinnig, das Holz, das da lagert. Wie viele Gitarren sind das da? Das ist eine gute Frage. Ich weiss es selber nicht, wie viele Gitarren es am Schluss gibt. Hier ist vorwiegend heimische Hölzer, bis auf den Mittelbereich. Hier haben wir ausländische Hölzer. Der Rest ist heimisch, das habe ich auch selber gefällt. Und welche Gitarren tönen besser, die einheimischen oder die einheimischen Holz oder das fremdländische? Das ist wirklich eine Geschmackssache. Das ist eine Werkstatt in diesem Fall hier. Das ist die Werkstatt, ja genau. Also hier arbeite ich. Wir haben draussen ein grosses Brett gesehen, Louis. Kannst du dich erinnern, das grosse? Das ist jetzt ein Teil davon. Das ist ein Teil davon, genau. Und hier tun wir jetzt die Vorlage. Hast du die selber entworfen, oder? Die sind selber entworfen, die Vorlagen. Und das sind Vorlagen, die ich mit den Musikern zusammen angeschaut habe und die für die Musiker skizziert habe. Also du machst individuelle Ausführungen auf Bestellung hin? Genau, ich mache wirklich Custom, sagt man dem. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen? Sie machen ja glaube ich nicht nur das. Oder wie ist das passiert? Ja, das ist richtig. Also ich komme ursprünglich aus dem Mechanischen. Ich habe dann nach ein paar Jahren habe ich dann meinen Beruf in Sozialrichtung weiter gefördert. Schlussendlich bin ich dann in eine Werkstatt gekommen und habe dort eigentlich die ersten Holzerfahrungen gemacht. Das geht jetzt schon 20 Jahre etwa zurück. Und in den letzten Jahren, als ich dann dort geschafft habe, habe ich dann mit dem Instrumentenbau angefangen. Und das ist wirklich schwierig. Im Handel gibt es ja auch so Custom Shops, aber die kann man ja bald nicht mehr zahlen. Und darum war meine Idee gewesen, für Durchschnittsmusiker auch können, ein individuelles Instrument können zu gestalten. Ich habe hier ein Zentrum, man sieht es vielleicht. Hier ist, wenn man das ein bisschen putzt, hier. Ich habe hier einen Verlauf. Ich zeichne jetzt den mal so grob ein. Ich tue mich einfach auf die Mitte konzentrieren, weil das sieht nachher sehr schön aus in der Mitte. Wenn man die Gitarre umkehrt, hat man den schönen Verlauf vom Holz. Jetzt weiss ich, dass die Gitarre eine Breite von 34 cm am Schluss nach dem Schleifen, hier jetzt 35. Das heisst, ich muss links und rechts tue ich jetzt hier noch ein bisschen Weg dazugeben. Was ihr seht, das ist eigentlich nur eine grobe Arbeit. Dann kommt hier jetzt eine Decke drauf, ein hartes Holz. Das habe ich bereits hier zusammengeklemmt. Das ist ein Riegelahorn. Das ist jetzt nur noch nicht fettig und noch nicht hochglanz lackiert. Das sieht dann nachher, wird das etwa so ähnlich aussehen. Also, das muss man sich so gross vorstellen. Und man sieht dann nachher, durch das, dass es mit Holzbeizen bearbeitet wird, sieht man die Struktur extrem gut. Aber die ganze Form, macht man jetzt das von Hand oder auch mit einer Maschine? Das wird dann auch mit einer Maschine stattfinden. Also hier dazwischen kommt noch so ein Trennturnier. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Teil. Das sieht man nachher bei der fertigen Gitarre. Das gibt eine so eine Zwischenabtrennung. Wenn dann das geleimt ist, ist das ziemlich dicke und schwere Ware. Mit dem geht man dann auf die Bandsage. Einfach damit man das sieht. Hier ist ein Grundholz, das ist Mahagoni. Und oben ist ein Deckenholz, das ist Nussbaum.
Und hier dazwischen haben wir jetzt neben dem schwarzen, feinen Trennfurnier haben wir noch einmal eine Zwischenlage. Das hat auch noch einmal auf den Ton einen Einfluss. Der Hals wird in der Zwischenzeit auch gemacht. Dann kommt hier eine Ausfräsung rein, wo der Hals reinpasst. Und wenn das gemacht ist, kommen die Ausfräsungen für die Tonabnehmer, die Ausfräsungen für die Knöpfe. Es kommt hinten eine grosse Ausfräsung für das Elektronikfach. Es kommt je nachdem ein Tremolo rein. Haben Sie eine Gitarre, die schon so weit ist? Habe ich, ja. Wollen wir die anschauen? Ja, die könnten wir gerade gleichzeitig anschauen. Also, hier haben wir eigentlich fast eine fertige Gitarre. Die hat jetzt die Formen schon bekommen. Shapings sagt man denen im Fachausdruck. Und hier mache ich jetzt eine Bundierung an. Also. Wenn jetzt hier irgendetwas nicht ganz genau ist, dann wird es Schmineholz am Schluss. Oder? Ich bin erstaunt, wenn er das macht. Wenn man am Schluss merkt, dass die Gitarre nicht ganz so tönt, wie man hätte wollen, kann man dann noch intervenieren? Man fängt an zu bauen, macht seine Erfahrungen und dann kann man fast behaupten, es muss jedes Mal klappen. Also ich hatte noch nie eine Gitarre, die nicht angenommen worden ist. Jetzt sind wir da bei den fast fertigen Gitarren, aber was fehlt da noch? Ist die schon voll elektrifiziert? Also hier sehen wir jetzt einfach die Lötgeschichte hier innen. Hier ist die ganze Elektronik schon eingebaut. Was ich jetzt machen muss, ist noch Batterien anhängen, das Deckel drauf und schauen, ob wirklich alles läuft. Also schauen wir mal, ob das funktioniert jetzt. He? Das ist der grosse Moment eigentlich, oder? Das ist immer der grosse Moment, wenn man fertig gelötet hat. Mhm. Ist die jetzt noch nie gespielt worden? Nein, die ist noch nie gespielt worden. Das ist jetzt wirklich das Finish. Vielleicht können Sie das gerade ausprobieren, oder? Ich habe zwar noch nie eine Gitarre in der Hand gehabt, ich tue sie nur immer engagieren, dass sie gespielt werden. Aber das nimmt mich jetzt Wunder. Zum ersten Mal in meinem Leben eine Gitarre zu probieren, wo noch nie getönt hat bisher. Haben wir doch durch den Direktor vom Blues Festival dazu gebracht, einmal Gitarre zu spielen. In beiden Seiten. Nicht schlecht, oder? Ja, das klingt Ihnen jetzt einmal. Das kommt jetzt gerade in den Sinn. Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Das ist so eine schöne Gitarre. Ja. Und jetzt verkaufen Sie sie, wenn nur noch leben würde, an Jimi Hendrix oder an einen anderen, der sie dann zerstört auf der Bühne. Wie fühlt man sich denn als Gitarrenbauer? Hat man ein bisschen Verständnis für das? Also, eben in der heutigen Zeit erlebt man das eigentlich praktisch nicht mehr. Und wenn ich so alte Videos wieder anschaue, dann muss ich sagen, ist eigentlich schade, oder? Es ist fast ein bisschen hässlich, wenn man das macht. Kannst du ja dann wieder flicken und verbessern. Ja, genau. Zum Beispiel. Hast du wieder Arbeit, ist ja gut. Also, so sieht die Gitarre jetzt fertig aus. Also, Louis, ich überreiche dir hier das fertige Instrument. Super, hä? Oh, die ist schwer, die hat ein sehr schweres Deckenholz, ja. Aber sie tönt dementsprechend. Das ist jetzt eine volle. Ja, die ist jetzt für Slide-Gitarre, die ist für zum Slide-Gitarre spielen eingestellt. Dann gut, he? Für einen Blues-Festival-Chef. Aber wir haben ja da eine Spitze. Gitarrist da, den ich gerade gesehen, der Chicago Dave. Er hat auch am Bluesfestival mitgemacht und er kann die Gitarre viel wohlklingender spielen, als ich jetzt da probiert habe zum ersten Mal in meinem Leben. Dave, willst du mal probieren? Hallo zusammen. Wir sind gespannt. Bei uns hat nicht schlecht tönt. Also es hat tönt. Ja, es tönt hat es. Ja. Also der Klang ist trotzdem toll gewesen. Man sieht das also. Thank you.
Kommt schön, wunderschön. Ja. Ich glaube, es kommt gut. Kommt gut, ja. Ich habe immer eine Freude, wenn ich wieder eine neue Kreation sehe, die Rossi da macht. Das ist herrlich, ja. Und Dankeschön für die Demonstration. Ist kein Schäden, genau. Wie viele Bass und Gitarren in etwa hast du schon produziert? 45, 50 Instrumente habe ich jetzt schon gebaut. Danke, Nossi, viel Erfolg weiterhin. Und ich komme gerne wieder einmal schauen auf die Seife bei der 100. Gitarre.